Jo Leute, Herkules Beats hier. Ja, und zwar kann ich euch heute mal zeigen, wie ich einen Beat mache von null. Also es existiert noch gar nichts. Es beginnt alles in meinem Kopf. Ja? Und wie ein Beat einfach zustande kommt. Also, folgendes. Ja? Fruity Loops, neue Datei öffnen, zack, boom, alles leer. Alles klar. So, dann. Ich höre einen Beat in meinem Kopf. Also immer bevor ich einen Beat mache, dann höre ich diesen Beat in meinem Kopf. Und genau, dann wähle ich einfach das passende Instrument. Dazu nehme ich Nexus. Da habe ich ganz viele Sachen. Ich habe jetzt das hier genommen. Dieses Instrument. Hm. Hallo. Das hier. Dieses Instrument, ja. Und dann höre ich die Melodie im Kopf. Ja. Und dann lege ich die. Und das hört sich dann so an. Sowas lege ich direkt. Also ich spiele nicht herum mit den Noten, sondern ich höre das in meinem Kopf und weiß genau, wohin die Noten kommen und lege direkt so eine Melodie. So, dann habe ich schon mal das, ja, der Bass. Ja, dann damit dieser Effekt, von dieser Schwungeffekt, ja, damit es nicht ist. Sondern ja, deswegen kann man das hier noch einstellen, ja, bei Nexus, bei Mod Portamento und dann Play auf ein Achtel setzen, Speed, und dadurch entsteht dieser Effekt, ja. Gut, dann tue ich noch Equalizer drauf, einmal Distortion, was eh schon drauf ist. Also da brauche ich nichts zu machen. Aber als zweites habe ich noch Ensemble drauf getan. Da tue ich den Time und Speed immer ganz, ganz runtersetzen auf 4 oder sogar auf 2. Depth immer auf 32 und dadurch entsteht so ein hohler Effekt. So ein... Ja, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Jetzt mache ich das mal aus. Jetzt wieder an. Macht schon einen kleinen Unterschied, ja. Da kann man hier noch Delay einstellen, Reverb. Hier kann man noch den Ton, hier kann man auf verschiedene Weisen noch modifizieren, ja. Und hier genauso. Genau, dann genau, hier am Equalizer habe ich noch ein bisschen rumgespielt mit dem Type Peak. Und meistens drehe ich noch hier bei H Shelf noch ein bisschen herum, ja. Also hier dieses Q immer maximal hoch. Dann Gain maximal hoch, dann gucken, wo es sich am besten anhört, auf welcher Frequenz es sich am besten anhört. Und dann runter mit dem Gain, gehen ganz langsam, bis es sich gut anhört. Ja, also bis ich das genauso haben will, wie ich das haben will. Ganz einfach. Alles klar, das wäre der Bass. Als nächstes machen wir uns an die Melodie. Die höre ich auch im Kopf. Die lege ich auch sofort. Ja. Die ging ja irgendwie ding, 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 ding. Also ich summe mir die dann, ich singe mir die dann immer vor, damit ich die auch höre, und dann lege ich mir die auch. Und das klingt dann so. Ja, genau. Das ist auch Nexus. Der Ton hat sich davor so angehört. Das ist der Ton. Ne? Das ist der Ton. Also so hört sich der Ton an. Ja?
Und ich verändere den jetzt, bis der so klingt, wie ich ihn haben will. Also hier. Dann Equalizer drauf. Dann das hier runter. Damit der Bass verschwindet, nur noch die Höhen bleiben. Das hört sich dann clubmäßiger an. Ja, das ist so ein typischer Club-Sound. Dann tue ich noch eine Störung drauf. Dann tue ich noch ein Delay drauf. Und dann noch ein Reverb drauf. Ja, das war's soweit, ne? Quatsch, hier noch Equalizer. Equalizer, die Höhen, die tue ich hochschrauben, das hat sich vorher so angehört. Danach hört es sich so an. Ja, dann hier. Auch noch mal ein bisschen an den Höhen. Einen leichten, verzerrten, übersteuerten Effekt ergibt das. So will ich es haben, so hört es sich geil an. Zusammen hört sich das jetzt so an. Okay. Das war's. Mehr braucht man ja nicht. Ja? Was ich noch gemacht habe, ich habe nochmal ein anderes Instrument, die gleiche Melodie mit einem anderen Instrument gemacht. Edding. Ja, das ergibt einen schönen Kontrast zu diesem Club-Sound, also zu dem hier, ja. Hört sich zusammen dann so an. Genau, alles klar. Dann geht es als nächstes an die Drums. Ja? Ich lege mir erstmal, also zuerst mal suche ich meine Drum Samples aus. Ja? Da gehe ich meistens in mein, wo ist es? Hallo, hier. Hercules Drum Kit. Ja? Das ist mein eigenes Drum Kit. Da habe ich meine Sammlung von Kicks und Snares und alles und bla. Dann wähle ich den Kick aus. Dafür habe ich den hier genommen. Darauf kommt sofort der Fruity Bass Boost, ganz wichtig. Ja, also ich tue die auf alle Kicks drauf, auf jeden Kick, bei jedem Beat tue ich sofort erstmal den Fruity Bass Boost drauf. Ja. Das ist ja aber nur so ein simpler Kick, so. Ich will aber boom, boom, boom. Also nehme ich noch das hier. Ja, das kann man jetzt vielleicht hier in der Kamera schlecht hören. Egal, hört sich dann genau, dann nehme ich noch eine Clap, da habe ich die genommen, damit es mehr knallt, nehme ich zusätzlich noch das hier und für dieses und in meinem Beat soll dieses, ja, dafür nehme ich hier das, dieses Snare, die ergibt dann das hier. Genauso wollte ich das haben. Dann damit es knallt, dieser Clap. Und damit die Hauptsnare etwas deutlicher wird, dann halt noch das hier. Genau, so wollte ich es haben. Wie ihr seht, meine Snare besteht aus drei Tönen, selbst zusammengemischt. Als nächstes suche ich die Hi-Hat aus. Genau, da will ich so eine dünne metallische. Dann lege ich mir die Hi-Hat erstmal nur auf jeden achten Takt, also so. Wobei ich hier dieses 3 mache. Ihr wisst schon, was ich meine, ja? Ihr hört es ja. Okay.
Genau, dazu kommt noch der Kick. Und da noch der Bass. Genau, dieser Beat, den habe ich so gelegt, so wie ich ihn mir in meinem Kopf gehört habe. Ja, ich setze mich hin, dann lege ich nach, wie soll das klingen? Es soll so klingen. Und dann lege ich den genauso, wie ich den vorsinge. Ja, ihr wisst schon. Gut. Jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich alle Sachen, die ich für einen Beat brauche. Jetzt kann ich anfangen, den Beat zu legen. Ja? Auch hier höre ich in meinem Kopf, wie soll es klingen? Wie soll der Anfang klingen? Der Anfang, man soll nur diese Klapptöne soll man hören. Ja? Also. Stopp. Und ich merke gerade, da ist zu viel Delay drauf, auf jeden Fall. Also ein bisschen runter. So. Viel besser. Genau, und dann lege ich das, ich höre es mir an und überall da, wo etwas fehlt, mache ich sofort Stopp und füge etwas ein. Wie zum Beispiel jetzt, also ich lasse es einfach mal laufen. Hört sich bis jetzt gut an. Hier könnte noch was kommen. So, genau, dann höre ich mir das an und höre, wo könnte noch etwas kommen. Hier könnte noch etwas kommen, nämlich der Bass. Ja. Und dann muss der Beat losgehen. Das stelle ich mir alles in meinem Kopf vor. Ja, ich lege etwas, dann höre ich es mir an, wie sich das anhören soll, und dann denke ich weiter. Wie soll es sich weiter anhören? Okay? So, was? Ja, genau. Dann wäre ich schon mal so weit. Kann ruhig vier Blöcke gehen. Ja. Wenn diese vier Blöcke vorbei sind, muss hier eine kurze Pause rein, zum Beispiel so. Kurze Pause und dann geht es weiter. Es muss eine Steigerung stattfinden. Was nehme ich dafür als Steigerung? Wir haben eine ganz langsame Hi-Hat, nur auf jeden achten Takt. Ja, mit einem Effekt, aber trotzdem. Was ich als nächstes mache, ist eine Schnell-Hi-Hat nehmen. Damit lege ich wieder die nächsten vier Blöcke, tue alles hier rein. So, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, lasse ich diese vier Blöcke, lasse ich die beginnen mit der Hauptmelodie, mit diesen Klapp-Sounds, aber eine Oktave tiefer. Ne, das ist eins höher. Also hier so. Ja. Und das hört sich dann so an. Jetzt noch gemacht habe, das ist so eine Idee. Das sind so Ideen, die kommen mir spontan. Also wie kann man noch mehr Abwechslung reinbringen, ja? Indem man einfach die schnelle Hi-Hat wieder wegnimmt für einen Block und dann wieder weiterlaufen lässt. Also hier so. Langsame Hi-Hat. Und wieder schnell. Hier eine längere Pause. Und dann geht der Refrain los. Dann geht die Hook los.
Dafür brauche ich immer einen Crash, einen Symbol Crash, also sowas. Ja. Kommt immer, das kommt auch am Anfang vom Beat, also am Anfang, wo der Beat losgeht und immer, wenn die Hook losgeht, ja. Die Hook mache ich meistens so, also ich habe ja einen Bass mit Unterbrechung drin. Für die Hook nehme ich dann meistens einen durchgezogenen Bass. Hört sich dann so an. So, das schon mal als erstes, so, dass die Hook deutlich wird, ja. Und dann, damit es noch ein Highlight in der Hook gibt, nehme ich die Hauptmelodie, aber eine Oktave höher diesmal. So, und das war's, ne? Ach so, und da habe ich ja noch das hier, genau. Ah, genau, und das kann ich, ja, genau, das kann ich hier auch noch einfügen. Hört sich auch sehr gut an. Was noch eine Idee wäre, am Ende vom Beat lässt man nur noch ein einziges Instrument laufen und dann gibt es diesen Boom-Effekt, wenn die Hook anfängt. Hört sich dann so an. Ja, also ich habe jetzt dieses Instrument habe ich reingepackt, ja. Und diese Pause am Ende, bevor die Hook losgeht. Manchmal höre ich mir dann etwas an und denke mir dann, ey, Moment mal, es würde doch viel geiler klingen, wenn es so klingen würde. Dann summe ich es mir vor. Dann lege ich es entsprechend, ja. Nee, das ist es nicht. Das ist es genau. So, und dann hört sich das Ganze nämlich so an. Stelle muss der Beat wieder losgehen. Ja. Also der Beat muss wieder mit der Snare losgehen. Die Snare befindet sich genau hier. So. Weiter geht's. So. Und dann beginnt schon der zweite Part. Ja. Diese übelst fette geile Melodie, die mir dann dabei rausgekommen ist, die kann ich ja überall hinlegen, auch in den Parts, ja. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera auf dem Handy hören kann, weil diese Melodie aus Bass besteht. Vielleicht kann man es ja hören, wer weiß. Auf jeden Fall lege ich mir dann so den zweiten Part. Erste Hälfte des Parts wieder mit langsamer Snare, zweite Hälfte des Parts dann wieder mit schneller Snare, ja. Das hier, damit kann der Part ruhig beginnen, das ist gar kein Thema. Ich weiß nicht, ich habe einfach die Ideen, wie ich es machen soll. Ja? Also ich denke mir halt einfach hier, die erste Hälfte des zweiten Parts mit der langsamen Snare, dann hier fehlt noch eine kleine Pause, immer, so, zack. Dann kann ich hier schon mal den Bass weiterlegen, weil der Bass ist klar. Und meine Idee für den zweiten Part ist einfach, dass man hier einfach wieder diese Tiefe legt, die tiefe Klappmelodie, die hier, ja, für vier Takte, danach wieder normal, wenn das Normale wieder beginnt,
hat man wieder eine langsame Snare, ja. Und hier eine längere Pause, bevor die zweite Hook losgeht. Fertig. Fertig, ich habe alles gemacht. So, das ist der zweite Part. Beim Hören muss ich feststellen, es würde sich besser anhören, wenn das hierhin kommen würde. Und hier vielleicht, also ich versuche immer maximale Abwechslung reinzubringen, so viel Abwechslung wie es nur geht. Das heißt, diese vier Takte kriegen dann den tiefen Klappsound. Hier kommt dann der ganz hohe Klappsound, der auch in der Hook ist. Dann vor der Hook kommt nochmal der mittlere Klappsound. Ja, hört sich dann so an. Dazu noch dann dieses zweite Instrument, ja. Ja, hört sich doch sehr geil an, oder? Bam! Refrain. Hier fehlt uns noch ein Kick. Genau, jetzt war hier meine Idee zum Beispiel, dass man hier den kompletten Block ohne Beat laufen lässt, weil man hier diese schöne langgezogene Bassline hat. Und ja, und es hört sich toll an. So, die Hook kopiere ich, da mache ich gar nichts. Die kopiere ich, zack, Copy Paste, weil die Hook, die klingt gleich. So, okay. Fertig. Dann nach der zweiten Hook beginnt das Ende. Also da, wo nicht mehr gerappt wird. Das muss ich mir im Kopf dann so vorstellen, wie als wenn nicht mehr gerappt wird. Ganz einfach. Am Ende lasse ich immer noch alles laufen, was es in der Hook auch gab. Ja. Diese vier Blöcke, hier kann ich. Warte. Nein. Den tiefen Klappsound reinsetzen. Also hier ist nochmal der hohe Klappsound, dann kommt der tiefe Klappsound und dann kommt wieder der mittlere Klappsound für weitere vier Blöcke mit normalem Bass. So. Ja. Mit Beat. Genau. Das ist dann der Abschlussbeat. Was ich noch machen kann, also nach der Hook läuft erstmal kein Beat, ja? So, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe den Beat genommen und nur noch die Kicks übrig gelassen, damit die in der zweiten Hälfte von diesem Part kommen. Hört sich dann so an. Snare, also es ist viel Schneiderei, viel, ja, viel zu schneiden, viel zu schieben, so, damit man diesen Effekt hat hier. Okay, das ist der Schluss. Dieser Beat wird zum Schluss noch mal laufen, ja? Der falsche Ton. Das ist der richtige Ton. Für das Ende habe ich so eine Idee, dass einfach nur noch mal diese fette Bassline kommt, ja. Zack. Und man legt, ja, genau. Also wegschieben und hier hingucken. Dann geht man hier auf Assign Free Mixer Track. Dann tue ich den Fruity Filter drauf, Low Pass auf Full, alles andere auf Null.
Und dann hier bei Cut-Off-Frequenz mache ich Rechtsklick und Create Automation Clip. Ja, dann erstellt er hier so eine Leiste und die kann man dann verändern. Ja, man kann Punkte setzen. Man braucht nur zu wissen, wenn das Teil oben ist, ist der volle Ton da. Wenn das Teil unten ist, werden alle Höhen und Mitten rausgenommen und es bleiben nur noch die Tiefen übrig. Klingt dann so. Nee, das stimmt gar nicht. Hallo? Hallo? Verdammt. Aha. Jetzt. Hört sich dann so an. Und ja. Aber ich kann mal was legen und dann kann ich das demonstrieren. Ja, also. Wir haben jetzt diese Baseline. Und ich schiebe das jetzt mal hoch. Also ihr wisst schon, ihr hört ja, was es macht. So, und meine Idee für das Ende ist ganz einfach, dass diese Baseline einfach verstummt. Ja? So, das heißt, man kann sich diese Kurve setzen und dann hört sich das so an. Genau. Genau so will ich es haben. Okay. Ja, dann wäre es ganz cool, wenn am Anfang die langgezogene Bassline kommt, die aber aus dem Tiefen beginnen würde, so. Und kurz bevor der Beat dann losgeht, dann quasi klar wird, ja, und dann der Beat losgeht, das hört sich dann so an. Ach so, und außerdem kann man auch machen, ich kann hier noch dieses Instrument reinsetzen, dann hört sich der Anfang so an. Der Part, ja. Da kommt die erste Hook. Dann kommt der zweite Part. Immer mit viel Abwechslung drin. Jetzt kommt die zweite Hook. Und das Ende. Und so weiter, dann der Endbeat. Der Beat zum Schluss und das absolute Ende. Fertig. Fertig. Ganz genau. So mache ich ein Beat. Eine weitere gute Idee für den zweiten Part ist die Bassline. Ja. Also den Low-Pass-Filter anzuwenden auf die Bassline. Und zwar hier so. Ja. Und für die zweite Hälfte des zweiten Part, den dann wieder genau wie am Anfang auch, den wieder so hochkommen lassen und dann geht's weiter. Also so. Das ist die Bassline ist jetzt mehr so verstummt. Und jetzt ist die wieder klar. Ja, hier und da kann ich diesen Effekt dann auch noch mal einbauen, also wo es stumpf werden soll, die Bassline. Das kann ich mit allen anderen Instrumenten natürlich auch machen. Ne? Ja, das war's. Der Beat ist fertig. Man hat einen Anfang, einen Part, also zwei Parts, zwei Hooks und ein Ende.
Das sind nicht zu viele Instrumente, genau richtig. Bass, dann einen hohen Ton und dann noch einen ergänzenden Ton. Ja. Ja. Fertig, das war's. So mache ich einen Beat, Mutterficker. Ich hoffe, das war interessant. Ja. Ich freue mich schon auf die Kommentare, wo stehen wird, dass ich der totale Idiot bin in Fruity Loops und gar keine Musik machen kann. Die kriegen alle von mir einen Daumen hoch. Alles klar, das war's von mir. Ciao. Ein paar wichtige Sachen habe ich noch vergessen. Ja. Also, wie gesagt, wenn ich einen Kick nehme, lege ich sofort Fruity Bass Boost drauf. So, bei der Snare, ja, die hier ein Clap ist, mache ich auch sofort einen Reverb drauf. So von, keine Ahnung, 10% oder so circa. Ja. Das lege ich hier drauf, das lege ich auch hier drauf. Ja. Und das lege ich auch hier drauf. Die kriegen das alle. So, vorher klang diese Snare so. Und ich finde, die kann sich ein bisschen dumpfer anhören. Ja? Also erstmal kommt noch die Reverb drauf. Aber als weiteres mache ich dann einen ganz leichten Low-Pass-Filter drauf, damit einfach ein bisschen Höhen wegkommen, damit der stumpfer wird, so wie ich den haben will. So, und damit der mehr knallt. Ja, minimaler Unterschied. Also ich lege auf jeden Fall noch einen Effektor drauf. Ja. Meistens hier bei Phaser, Bypass mache ich aus und dann hier irgendwo in der Ecke. Klingt es am geilsten. Man muss einfach gucken, wo es sich am geilsten anhört. Auf die Hi-Hats kommt auch ein Reverb drauf. Ja. So, eigentlich auf alles bis auf den Basskick. So. Was ich hier noch habe, dieser Effekt Pogo, den drehe ich nach... Also so klingt es ohne Pogo. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt hören wird. Ja. Ich drehe den ganz leicht nach links, so um minus 5% vielleicht. Ja. Ich gehe auf minus 5%, dann hört es sich so an. Ja, der Kick ist härter. 6%? Nee, zu viel, zu hart. 4%? Absolut perfekt. Absolut perfekt, genau so will ich es haben. Ja. Auf jeden Fall. So, genau. Und wenn ich fertig bin mit dem Beat, dann kommt am Anfang und meistens auch noch am Ende vom Beat mein Soundlogo. Okay, das habt ihr jetzt überhaupt nicht gehört. Hackerless Beats. Auf jeden Fall. So, das wird jetzt hochgepitcht. Hackerless Beats. Dann hört es sich direkt noch ein Tick süßer an. Und dann kommt da ganz viel drauf. Ganz, ganz viel. Erstmal kommt ein Filter drauf, wo ich die Tiefen rausnehme, dass nur noch die Höhen bleiben und die Mitten verstärkt werden. Für die Lautstärke packe ich noch Kompressor und Limiter drauf. Beides mit ziemlich lauten Einstellungen. Also hier zum Beispiel Max Loudness und hier Blower. Es ist beides sehr laut. Ja. So. Ein Reverb. Ein normaler Reverb. Ja. Vielleicht ein etwas lauterer Reverb, damit man ihn auch wirklich deutlich hört. Als nächstes ein Stereo-Enhancer, damit es sich so anhört, als hätte man zwei Stimmen links und rechts. Ja? Sehr geil hört sich das an, total geil. Und dann noch ein Delay. Ich benutze fast immer bei Time 6, also ja, das kann ich nicht erklären, keine Ahnung, aber auf jeden Fall 6. Ja? Und dann laut und deutlich hörbar. Genau, und das hört sich dann so an. Ganz wichtig, ja, so ist es. Ja, das war's, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Das ist nämlich auch wichtig. Ciao.